Ja, Leute, wir machen heute nochmal wieder eine Ausfahrt. Nach Eckernförde soll es heute gehen. Ja, sind noch ein paar Leute zusammengekommen hier. Wetter ist traumhaft schön. Ja, und wir wollen mal durchstarten. Marco, der Schlawiner, ist auch dabei hier. Und Paddy hat sich einen Habicht geholt. Den zeige ich euch nachher im Video mal. Geiles Teil. Ja, dann wollen wir mal starten. Da ist die Rute. Da könnt ihr nicht sehen, ne? Doch, da seht ihr das. Wunderbar. Ich starte mal hier. Er hat wieder so eine Zauberfolie hier drauf. Ah, geht doch. So. Alle bereit? Ja, da kommt Paddy mit seinem Habicht angefahren. Da ist das gute Stück, Originallack noch. Geile Nummer, ey. Aber das Ding ist komplett Originalzustand. Hat er so abgeholt. Vorne schon angefangen aufzupolieren. Sieht man ja, hinten ist er noch nicht beigegangen. Auf jeden Fall Originalzündung noch drin. Alles Originale. Geile Nummer, echt. Kriegt man auch nur noch selten sowas. Oder, Paddy? Was ist hier denn schon wieder los, ey? Klimakleber, oder? Ja, wir sind jetzt hier Lob gleich angekommen. Und ja, macht mal wieder mega Spaß. Also, übrigens, Leute, war mein Urlaub sehr, sehr gut. Konnte mich gut erholen und Wetter war auch mega. Meine Tochter hat auch mega Spaß gehabt. Ich wäre am liebsten da geblieben. Hätte da irgendwie einen Simson-Moped-Verleih aufgemacht oder so. Was macht er denn hier für Scheiß, ey? Das ist doch wieder so ein Idioten, ey. Man muss auch in den Kurven überholen, ey. Pass auf, da kommt von hinten Mercedes. Ja, wir sind übrigens vernetzt miteinander, mit drei Leuten. Dass wir das hier, oder machen wir immer, dass wir das so ein bisschen regeln können hier. Abstandsmäßig, wenn hinten einer nicht mehr mit hinterherkommt, dass man sich dann eben kurzschließen kann, dass die anderen vorne langsam erfahren oder eben anhalten. Das ist ganz gut. Das heißt, Paddy und Marco, der kleine Schlawiner, die sind hier mit mir verbunden und das ist eine geile Sache. Schock. Ja, zurück zum Urlaub. Ja, viele schöne Touren gemacht da und ja, Moped gefahren bin ich leider nicht da. Die haben dann nur so eine China-Raketen da. Da hatte ich überhaupt keinen Bock drauf. Und ist auch ein bisschen gefährlich da, glaube ich, zu fahren, weil die fahren da einfach ohne Regeln. Da gibt es keine Regeln, da gibt es nur Hupen und rechts und links vorbei. Und ein bisschen Sonne habe ich auch mitgebracht. Alter, die Schwalbe hier, die kackt hier ab, leider. Da muss noch mal was dran gemacht werden. Ich schätze mal, dass da irgendwie eine Amöbe im Auspuff festhängt oder so, ich weiß das nicht. Tittentina ist übrigens auch mit dabei. Da ist sie. In 1,4 Kilometer müssen wir rechts rum. Ja, hier ist Loop. Das ist so ein kleiner Ort hier, also wirklich ein kleiner Ort. So ein Bauernort hier. Aber hier gibt es ein geiles Café, zeige ich euch gleich. Hier auf der rechten Seite sind so alten Landgasthof hier und da kann man richtig geil Kuchen essen und Kaffee trinken und zwar hier rechts. Da ist das Antik-Café. Mega geil. Waren wir auch schon ein paar Mal.
Und ja, wir fahren ja gerne so die Touren hier außerhalb mit Hupen. Ja. Oh, hier. Ja, wir fahren halt lieber gerne so die Landstrecken. Macht natürlich viel mehr Laune, als wenn man jetzt da irgendwie Bundesstraße nur geradeaus eiert. Das macht überhaupt keinen Spaß. Deswegen suchen wir uns immer die Routen so. Oder Paddy sucht die meistens raus und macht das alles fertig, dass wir schön über die Dörfer fahren. Ist dann natürlich teilweise ein Tickchen länger, aber... Oh, ich muss mal kurz den Kopf drehen, weil der Bauer hier alles vollstaubt. Ist zwar ein bisschen länger, aber macht viel mehr Spaß. Ja, hier müssen wir rechts rein. Ja, okay. Ich habe doch gesagt 140. 140, ich habe 1,4 Kilometer, die nächste Einfahrt, das war ja die. Nee, 1,1 Kilometer in rechts rum. Also am Ende sozusagen. Ja, Einfahrt verfehlt. Ja, Marco hat das nicht so, der verfehlt immer so die Einfahrten und andere Sachen. Ja, das ist manchmal so. Marco hat übrigens heute Morgen, wollte er von seinem Sohn das Moped tanken, hat das wieder gut gemeint. Nimmt natürlich einen Kanister, wo 10 Liter drin sind und ja, lässt laufen. Ne? Ja. Aber da gehen ja nur irgendwie, keine Ahnung, 7 Liter rein, maximal oder 6,5. Ja, alles übergelaufen, schön bei seinem Sohn. Ne? Hat er schön eine Taufe veranstaltet da. Dann musste er die Brühe absaugen mit dem Schlauch und hat er natürlich noch schön erstmal heute Morgen Cocktail getrunken, schön 1:50 gemischt. War nicht so schön, sagt er. Nee, eigentlich ist er wahrscheinlich, hat er 2,7 Promille jetzt. Wenn er pustet, dann steht er 1:50. Mach mal ein bisschen langsamer, hier die Schwalbe, die kackt hier ab. Ja, Tick. Joa, Paddy düst hier schön vor mir mit seinem Habicht. Der blökert schön raus. Dann wird mal richtig schön freigebrannt, die Geschichte hier. Aber ich weiß, man weiß auch nicht, wie lange der stand. Paddy, erzähl mal, weißt du was, wie lange die Karre stand? Okay, er sagt gerade, der stand nicht allzu lange, die haben ihn da so für die Dörfer, sind ein bisschen rumgeeiert und so. Und, aber wahrscheinlich immer nur Kurzstrecke, so wie es aussieht. Weil der Rotze hat eine Fahne raus. Das geht noch, also es geht noch, also es ist jetzt nicht extrem, aber läuft schon gut so raus. Du hattest ja auch die Tüte aufgehabt und da war wohl ordentlich Schmodder drin. Ja, Zylinder hat er auch nochmal runtergenommen und war aber alles okay, also... War jetzt nicht großartig irgendwie Verschleißkolben oder so. Nö, und er will den auch erstmal so lassen und erstmal so fahren, solange wie das läuft. Ne? Wenn die Zündung und alles läuft, kann man es ja auch so lassen. Und wenn dann irgendwann mal Probleme aufkommen sollten, dann kann man immer noch eine Wape einbauen. Also ich werde mal ganz kurz mal überholen, weil wir hier gleich abbiegen müssen. Aufpassen, hier liegt hier Pferdescheiße und Sand. Oh, ich liebe es einfach nur herrlich bei so einem Wetter. Das ist schon cool. Ich habe mich schon in Ägypten mega gefreut auf die ersten Fahrten wieder, ey. So, müssen wir mal gucken, wo wir hier abbiegen sollen. Und zwar hier irgendwie. Oh, hier geht das mal, geht ab der Peter hier. Aber, ja, das geht hier gleich richtig bergab, pass mal auf. Aufpassen, scharfe Kurve hier. Ach, ist das nicht da unten am See lang? Oh, ist natürlich geil hier. Ja, aufpassen.
Aufpassen, hier liegt ein bisschen Schmodder-Modder hier. Ja, Leute, ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr schon für Touren gemacht habt. Wir haben hier nächstes Wochenende bei uns im Norden das Anrollern. Ja, sind viele Vespa-Fahrer auch bei, ist in Kiel. Und ja, da wollen wir auch hin. Das geht wahrscheinlich auch wieder richtig ab, die Post. Also da sind echt viele immer. Wenn das Wetter gut ist, sind da wirklich viele. Aufpassen, Trecker von vorne. Joa. Lass mal titten, Tina. Ja, da geht's noch gut. Aufpassen, Kinder mit Fahrrad hier gleich. Aber relativ wenig Mopedfahrer unterwegs. Ja gut, okay, wir fahren ja aber auf Strecken. Die kennen die wahrscheinlich gar nicht. So, hier müssen wir rechts irgendwie. Oh, geht ja auch. So, Paddy mit seinem Habicht reißt hier mal richtig den Hahn auf. Ja, etwas über 70 jetzt. Nicht schlecht, ey. Bergab. Ja, jetzt kommt er. Läuft das Moped? Also ich denke mal, das liegt an der Anhängersteckdose, dass die nicht so schnell ist. Die verbraucht einfach zu viel Sprit. Da musst du einen Bypass irgendwie noch legen. Ja, ich denke das auch. Einmal die Anhängerkupplung, dass da die Luftverwirbelungen einfach zu stark sind. Und deine Anhängerkupplung hinten auch. Da fängt sich zu viel Wirbel hinten, hinter der Sitzbank. Also, da gehe ich ganz stark von aus. Was denn? Ja, kann sein, aber die wissen ja nicht, wo wir hinwollen, Eckernförde. Nee. Und wir haben ja nur geschrieben, dass wir nach Eckernförde fahren. So, jetzt geht das hier richtig los. Da habe ich, zieht durch, er holt Luft und atmet schön durch. Er greift nochmal an. 70 ist gestrichen hier. Wohlgemerkt, das ist alles original, ne? Ja. 74. Mit ein bisschen Wind. Kommen die anderen noch in der Erde? Ja, jetzt laufen die irgendwie besser, keine Ahnung. Ja, wir haben zwei dabei, die sind auch original. Die laufen nicht ganz so schnell. Aber jetzt mittlerweile sind die wohl auch ein bisschen freigebrannt und ziehen jetzt auch gut durch. So, jetzt müssen wir gleich hier mal 1 Kilometer müssen wir links abbiegen. Ja. Ja, schöne Geschichte, da habe ich. Er hat sich auch mega gefreut, kann ich mir auch vorstellen, hätte ich mich auch, dass man sowas überhaupt noch irgendwie kriegt. Das ist ja irgendwo auch heutzutage wirklich selten geworden, weil, wollen wir nicht drüber sprechen, alle sind auf Beutefang. Und ja, wenn sowas mal im Netz ist und gefährt, dann ist es auch schnell wieder weg, ne? Also wenn der Preis natürlich stimmt. Einige Sachen sind meiner Meinung nach auch extrem überteuert, da wird das eben halt auch ausgenutzt, aber der Preis, der stimmte. Ich sag ihn nicht und ihr braucht auch nicht fragen in den Kommentaren, was das Ding gekostet hat. Über Geld spricht man nicht, wisst ihr ja. Von daher war okay und völlig in Ordnung der Preis. So, 350 Meter müssen wir links abbiegen. Ah, okay. Jo. Jo, schöne Vespa. Oh oh. Oh, was machst du? Ja, wir fahren hier mal ran. Was denn? Mit seiner. Ja, wir halten hier vorne mal an. Hier ist ein Parkstreifen rechts. Schwalbe hat Probleme. Was ist abgefallen? Der Auspuff abgefallen? Oder? Was ist denn los da? Ich höre das nur über Funk.
Oh nein, du. Ich warte hier vorne mal. Wir sollen mal damit hierher kommen irgendwie. So, ist es lustig da irgendwas? So, ich werde mal gucken, was da los ist. Irgendwas ist da abgefallen. Was denn? So, mal gucken, was hier passiert ist. Oh, hau her. So, was ist hier los? Am Esser. Schraube von der Krümmermorder lose, wa? Oh, hau her. Hast du deinen Schlüssel mit? Ja, willst du haben? Nimm mal seinen Schlüssel da. Nee, nimm mal seinen Schlüssel. Er hat einen Spezialschlüssel dafür. Was denn? Originale. Wo denn? Zeig mal, oh, was er hier alles drin hat, guck mal. Geil, du. Müllrahmen. Und hier, was ist das denn, Leute? War das mit dabei? Ah, ich dreh durch, du. Ja, aber ganz ehrlich, was willst du mit der 120er Düse da drin? Ach so, wegen der Anhängerkupplung war das, ne? Ja, genau. Ach so, ja. Aber geil, dass man noch so ein Set ist, auch selten. Cool. Nicht schlecht. Und was ist das hier? Ich hab da vorne an der Nase dran, das finde ich hier den. Die Luftpumpe ist ja auch noch da. Alter, hier mit Original Patina, alles da. Geil. Ja, es tut mir leid. Ja. Oh, hier, du Original. Ist schön, wirklich. Fummel da mal nicht an der Tittentina so rum, ne? Klein Tittchen. Oh, fein. Na, siehst du? Nein, ich muss wieder schlafen. Was war das? Oh, nee, nein, Marco muss schon wieder auf Toilette oder was? Ja? Ja, was denn? Selber schuld, wenn du mir so eine Marco Sachen. Marco hat eine Analyse gemacht. Marco hat eine Analyse gemacht, ja. Und die Analyse steht fest, ey. Was, hau ab? Braucht ihr gar nicht peinlich sein. Die Raupe ja schon wieder runter. Erzähl doch mal, was los ist, Margo. Was ist denn? Was ist denn los? Tommy weiß Bescheid da. Ich weiß doch gar nichts. Ja, hier, sein Sohn, der weiß auch Bescheid über seinen Vater. Ja, ich sag da jetzt mal nichts zu. Ja, gleich geht's weiter hier. Panzer-Service ist gleich erledigt. Ja. Ach so, übrigens, beim Habicht sind sogar noch die Originalschlösser drin. Ne? Kann man das glauben? Ey, da sind sie. Geil. Ja. Vorne natürlich nicht, weil das nimmt man hier raus. So, ab geht's. Übrigens hier, Marco muss richtig kacken, ne? Ich glaube, der scheißt sich gleich in die Büchse, Alter. Wir warten mal ab, bis er gleich rechts ranfährt, Alter. Das dauert nicht mehr lange. Aber das ist so, weil Marco isst ja auch immer so viel. Das ist ja wie so eine Raupe nimmersatte Typ. Und ja, dann kommt sowas mal raus, ne? So, es geht weiter, Leute. Oh, geil. Was ist hier los? Schöner Trecker. Er fährt hier schön scheiße, ey. Auch cool. So, wollen wir die Jungs mal einholen wieder. Jo, da sind wir angekommen. Das waren doch eben die Mopeds hier, die wir von überholt haben, oder nicht? Ja, nicht? Die sind auch nicht schnell unterwegs. Ja, ja, hier geht's rüber. Hier ist die Fähre. Können die Mopeds anlassen, geht gleich rauf. Ja, alles startklar, ja. Sein Auspuff ist vorne abgefallen. Scheinwerfer hat sie auch verdünnisiert. Von dem SR50. Ja, der ist weg. Ah, drüben ist der Stellplatz, ne? Von den Wohnmobilen da. Auch.
Wollen wir da was essen erstmal? Oder? Weil Marco. Doch! Nee, weil Marco muss aufs Scheißhaus. Ja? Na gut. Ja, dann fahren wir jetzt erstmal weiter. Ab geht's auf die Fähre. Oh, was ist denn mit seiner Schranke los? Jetzt klemmt die Schranke, oder? Oh, hau, hau. Ich denke auch. Da denn los, ey? Das ist wieder hier Deutschland, Alter. Das ist ja alles Wartungsstau, würde ich sagen. Es geht auf die Fähre. Schön. Mir ist schon bald zu warm hier, ey. Klar, kommen alle rauf. Schön Bremse festhalten. Und dann geht los. Machen wir hier vorne Pause? Ja, oder fahren wir? Nee, wir fahren durch. Ja. Wolltest du eben angreifen hier? Boah, ich dachte, ich gebe mal Gas, ne? Aber ich habe heute Abend nochmal eine andere Besetzung gestellt. Ja, das ist Thomas seine. Die ist auch alles eingetragen, großes Nummernschild. Was fährst du jetzt da drauf? Ich meine 90 Kubik. 90 Kubik ZT? Nee, hier RZT. RZT 90er. Ja, nett, nett. Läuft. Ja, man kann es, wie ihr seht, auch auf legale Weise machen. Auch Dämpfer, alles eingetragen. Ich glaube, du hast irgendwie zwei Seiten voll, ne? Ja, locker. Ja. Das ist gut, ja, hier fährt gerade schön ein Raddampfer lang. Auch geil, sieht man auch nicht alle Tage. Schöne. Ja? Marco sülzt uns hier gerade wieder voll, dass er auch schon mit dem Ding gefahren ist und da gab es Essen. Wenn es da kein Essen gegeben hätte, wärst du da auch nicht mitgefahren. Also brauchst du ja nicht erwähnen, dass es da Essen gab, das ist das dann klar. Ja, jetzt geht's los. Raddampfer ist vorbei. Ja, wir sind hier in Eckernförde angekommen. Mega schön hier ist der Strand. Echt eine geile Ecke hier. Es sind auch immer so Buden hier unten, Anhänger, wo man es essen kann. Aber wir wollen an den Hafen. Wir werden an den Hafen fahren. Auf jeden Fall sehr, 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 sehr schön. Ja, ich höre gerade über Funk, die anderen sind hinten, das eine liegen geblieben. Wir müssen mal irgendwo mal rechts ranfahren. Wochenmarkt in Eggernförde. Das war doch das Obi-Hörnchen. Ja, wo wollen wir denn ranfahren? Ja, gut. Weißt du hier noch den Unfall? Hier sind wir mal gefahren mit dem Moped. Und ja, da hat sich einer umgedreht im Auto die ganze Zeit nach unserem Moped und hat aber gar nicht mehr nach vorne geguckt und voll hinten reingeballert ins Auto. Ja, was ist hier los? Ja, aber das ist ein bisschen zu jung für uns, glaube ich. Von Markus Sohn, das Moped ist kaputt, er lässt sich voll zurückfallen, ey. So. So, überholt ihr mal alle, ich will mal filmen hier. Aber er weiß das doch vorne. Da sind sie alle, die kleinen Schlingel hier. Ah, das ist Marco, der Schlingel. Sein Sohn. Und jetzt müsste der gleich, da ist Thomas. Und jetzt kommt der Habich da. Jo. Ja, Habich hatte eben eine kleine Panne. Zündkette war irgendwie kaputt. Aber war auch noch die alte drinne, sagt er. Zum Glück haben wir ja sowas mit. Das haben wir ja mit. Ach so, hast du, ich sehe gerade, hast du noch den Ständer umgebaut, einen neuen ran, wa? Ja. Noch einen neuen Ständer angebaut, wa? Ja.
Ein Originaler? Was schreit der denn da vorne so? Marco ist auch echt penetrant, ey, das muss man echt sagen. Er ist schon ganz nervös wieder, weil wir kommen gleich bei den Pommesbubern. Was schreien wir hier? Ich kann ja mal reinschreien hier. Mann, du. Dein Sprit ist auf Reserve. Wo hast du noch Möbel? Da muss ich filmen. Wo ist sie? Ich hab sie von der Blickwinkel gesehen, das kleine Ding. Oh, ich habe auch schon echt Hunger. Thomas blinkt hier. Jetzt gucken wir gleich mal, ob die haben Möbel, ob wir die sehen. Ja, ich guck mal, ich komm mal ran mit der Kamera gleich. Die macht ja auch total die Tacho-Party da drin. Oh nee. Warte mal, ich filme mal ran, ob wir die jetzt irgendwie zu. Nee, ich war nicht da, die ist hier oben rein. Wo ist sie denn? Gib mal Gas. Da. Da ist sie. Da seht ihr sie? Da ist der kleine Schlingel, Alter. Ja, warte, aber die kommt nicht da an der Ecke, sitzt sie. Hier, seht ihr das, Leute? Da ist die Amöbe. Alter, die. Gut gehen kann dir das nicht mehr, du. Doch. Nee. Deswegen geht dein Tacho auch nicht. Vielleicht hier ihre Familie da drin. Das ist echt warm. So, dein Navi hier, das geht ja auch richtig ab hier, ey. Voll die Party da, ey. Er will uns überall hinführen. Oh, ich freue mich schon auf den Hafen gleich, du. Aber dass das so warm wird, hätte ich nicht gedacht. Echt schön. Herrlich. Aber Lack ist echt wieder gut geworden, ne? Oh. Oh, vorne seht ihr ja und hinten muss er nochmal bei. Du hattest dir von Proxon so einen kleinen Mini-Polierer geholt, ne? Kann ich ja vielleicht mal ein Video drüber machen. Können wir ja vielleicht mal, wenn du bei dir dabei bist, beim Polieren, komm ich mal rum. Können wir den Leuten das mal zeigen, weil das Ding ist echt geil, den er sich da geholt hat. Das ist so ein Mini-Accenter-Polierer. Was gibt das da für Aufsätze? 30 mm und 50 mm, sagt er gerade. Natürlich cool. Gerade so beim Mobile, so kleine Ecken und so, da kommt man ja doch mit der normalen Poliermaschine überhaupt nicht rein. Das kannst du ja voll abhaken. Ja, aber Hand weißt du selber, wie mühselig das ist. Oh, hier Fußball. Ja, weiß ich auch nicht, ey. Die Gören, die schießen die Dinger hier wieder. Oh, hier, geil. Schöner Mercedes. Pagode war das, glaube ich, ja. Ja. Aber bis jetzt halten alle Mopeds gut durch. Gut, einmal Auspuff abgefallen und einmal Zündkerze kaputt. Aber gut, das kann mal passieren. War ja schon ein bisschen älter. Was ist da denn hier? R8 oder eine TT? Audi TT RS. Lalalala. Ja, sein Motor habe ich hier auch gemacht erst letztens. Läuft auch sehr gut. 50er Zylinder drauf von Venandi Motors. Ja, die Zylinder sind auch echt super. Verbaue ich auch oft und bin damit super zufrieden. Also die kann man echt gut verbauen, die Zylinder. Ja, ich wollte euch nochmal die Amöbe zeigen. Ob ihr die jetzt seht, da ist sie. Da krabbelt sie. Ja, die macht eine kleine Sauna-Party im Tacho. Und oh Marco, bist ehrlich angekommen, wa? Gib was zu essen, ne? Ja. Oh, hier. Schöne Fischbrötchen gibt's hier. Brötchen, ganz normal. Oh, geil. Guckt euch das mal an, hier, Leute. Man kann es gerade nicht aufnehmen. Mein Lieber. Ehrlich. Moin. Ein Backfisch? Gerne. Einmal Backfisch neu. Jawohl. Ein Krabbrötchen. Gerne. Und zweimal die Fritz-Limo hier. Ja. Bist du auf Diät, oder? Soll ich jetzt öffnen? Ja, bitte. Aber er hat schon gesagt, das ist erst Markus' erste Station. Danach kommt hier drüben Hotdog-Station. Und dann kommt ja auch noch, und dann kommt ja auch noch Eis. Ja. Ich hab Feuer.
Ja, geht wieder Richtung Heimat. War sehr cool hier am Hafen. Und Essen auch sehr lecker. Ich dachte, wir wollten durch den Hafen fahren. Okay, ja, jetzt ist es sowieso zu spät. Ja, ich musste mich erstmal fertig machen. Was macht ihr am Möbel? Sie ist noch da. Alter, mein Sitz ist heiß. Ja, voll. Der Habicht zieht durch. Der läuft, wa? Ja? Jetzt kannst du mal alles geben, bergab. Oh, 60 läuft die Karre. Auch die Zündung hält ja durch, ne? Ja, 6 Volt Unterbrecher, läuft. Was denn? Ja, 6. Herr Pelli sagt gerade 6 Volt High Performance Zündung. Spark Plus. Wir müssen mal ein bisschen warten, die hinter uns da, die kommen nicht hinterher, sehe ich gerade. Was ist denn los, Marco? Warum sind wir schon wieder angehalten? Was ist los hier? Muss pinkeln? Ja, sicher. Ist die Geschwindigkeit okay, oder? Nee. Ja, ein bisschen zu schnell. Nö, das sieht man. Ja. Ja. So, wir machen jetzt kurz hier Pinkelpause und hier Schmökerpause und dann geht's weiter. So. Er düst schon durch, der Mercedes-Fahrer. Ja, wir sind wieder mit der Fähre rübergefahren und jetzt geht's gleich weiter Richtung Heimat. Normal kenne ich das immer, dass erst die Rechten fahren und dann die Linken. Schwein, ey. Mit Vollgas nach Hause. Die hauen ab, Marco, die ziehen durch, die beiden. Oh, wir haben es bald geschafft. Bald sind wir zu Hause. Jetzt kommt Marco von hinten, dem brennt schon richtig die Rosette weg. Fahr mal vorbei, Marco. Und dann grüßen wir an die Kamera. Aber Marco hat auch so eine Spezialsitzbank da. Die ist nicht gerade so komfortabel gepolstert. Ja, lässt du dir heute Abend von deiner Frau ein bisschen den Popo mal streicheln. Ey, hör auf mit der Scheiße! Ich will meinen Mupper nicht so putzen nachher. Ich weiß nicht mal, wo wir jetzt hier überhaupt sind. Du?
Ja, Marco. Sexy, sexy Hintern. Ja. Marco. Wahrscheinlich morgen kann er nicht mehr aufstehen. Ich sehe das schon kaum. Ja, und ihr könnt ja mal wieder schreiben, ob ihr mehr oder ob ihr Bock habt auf solche Videos. Dann mache ich davon mal zwischendurch mal welche statt Motorenvideos. Das war ja auch mal ganz witzig, weil immer nur Motorenvideos, ja, ist für mich auch mal was anderes. Ich mache das jeden Tag, und also Motoren. Und für mich ist es natürlich auch cool, wenn ich euch mal ein bisschen anderen Stoff bieten kann hier, was Videomaterial angeht. Ist natürlich für mich auch viel entspannter, sag ich jetzt mal. Und für euch wahrscheinlich auch, weil ihr dann mal was Neues seht. Und bei uns ist immer lustig. Also wenn wir unterwegs sind, sind heute natürlich wieder nicht so viele. Ist so, aber das ist auch egal. Hauptsache man ist mit den Jungs los, hat Spaß, genießt das Wetter. Und der Sommer kommt ja erst. Also von daher alles perfekt. So, mal kicken, ob hier ein Auto kommt. Nein. So, jetzt sind wir schon. Oh. Einmal verschaltet hier. Was ist hier denn los? Ja, Marco. Gleich sind wir zu Hause. Lob sind wir schon mal. Den Ort kennt ihr ja vom Anfang des Videos, wenn ihr aufgepasst habt. Hatte ich euch ja das schöne Café da hinten gezeigt. Das war ja eine schöne Sache. Aber auch jetzt, ich weiß gar nicht, wie spät das ist, können wir gucken. 17 Uhr, auch jetzt ist es noch schön warm. Also kann man gut aushalten. Aber wir hatten heute auch 22 Grad hier ungefähr. Ja. Und eigentlich wollten wir ja Sonntag fahren, aber Sonntag soll jetzt das Wetter nicht so gut werden. Und dann haben wir das Ganze verlegt auf Samstag. Gut, dadurch sind auch einige nicht mitgekommen, weil die arbeiten mussten heute. Ist dann halt so. Hier, Café. Elfriede hat offen. Ja, Endspurt. Endspurt. Ja, Gerd, die Tuning-Amöbe, die ist ja auch noch drin. Könnt ihr sie sehen? Da ist sie. Ich denke mal, die haben sie damals mit verbaut im Werk. Die ist schon seitdem da drin und wohnt da. Kann mir gut vorstellen. Ist das jetzt Gerd oder Georg? Wie hieß er noch hier? Das ist Rudi. Ach, Rudi ist er. Da ist Rudi wieder. Seht ihr, Rudi, da ist er. Ja, er fühlt sich wohl da drinnen. Ja, liebe Leute, das war die Tour von uns. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Schaltet nächstes Mal wieder ein. Kanal abonnieren, Daumen nach oben und macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Wollt ihr mal alle winken? Jo, und Daumen nach oben, Leute. So, tschüss, tschüss und schönen Sonntagabend euch. Da ist sie da am Kacken. Nee, die pflückt Blümchen. Ist am Blümchen pflücken. Ja, das ist richtig geil, ja.